Guten Morgen zu einem Donnerstag hier in Canobio. Und heute ist es echt windig. Ich habe jetzt heute Vormittag nach dem Frühstück die Markise festhalten müssen, damit die mir nicht abhebt. Ja, so eine Sackmarkise ist natürlich doof, wenn sowas mal kurz kommt, gell? Da kannst du nicht mal einfach sagen, komm, ich fahre sie mal kurz rein. Da brauchst du halt schon ein paar Hände. Und dann kam jetzt Gott sei Dank unser Nachbar hier, der gefragt hat, ob ich die Markise gerne reinfahren möchte. Der würde uns helfen. Dann sind sie zu zweit gekommen. Dann haben wir die Markise gemeinsam zusammengerollt. Und jo, jetzt steckt sie da oben drin. Sicher ist sicher, ne? Also ich glaube, das ist die nächste Investition, so eine Kassettenmarkise. Weil wenn da mal was ist, dann kannst du die einfach mal reinkurbeln, ne? So eine Sackmarkise brauchst du halt immer ein paar Hände und gerade wenn es stürmt, dann musst du die halt festhalten. Jetzt bin ich aber froh. Danke an unseren Nachbarn. Ich hoffe, wir haben jetzt am Campingplatz alles gut gesichert. Die Markise ist eingefahren und wir machen uns jetzt heute auf den Weg nach Verbania und schauen uns dort mal die Stadt an. Und ihr seid dabei. Es ist immer kritisch hier zu parken irgendwie im Ausland. Ich habe jetzt hier einen Parkplatz gefunden, in einem Wohngebiet ein bisschen hier. Aber da steht jetzt auch nichts dran, dass man da nicht parken darf. Ich hoffe, das geht mal so in Ordnung. Hey Familie, hier geht's lang. Wo wollt ihr hin? Auf dem Spielplatz. Ella, willst du die Puppe wirklich rumtragen? Wir laufen wieder ans Auto. Wir sind jetzt in dem falschen Teilort. Wir sind jetzt in Intra gelandet und nicht eigentlich direkt Verbania. Deswegen laufen wir jetzt zurück ans Auto und fahren nochmal runter. Und suchen uns noch mal dort unten Parkplatz, weil das ist doch schon ein ganz schönes Stückchen für die Kids zum Laufen. Jo, passiert mir auch mal, ne? Ein Euro eine Stunde. Wie lange bleiben wir? 5 Stunden reicht, oder? 5 Stunden? 5? 5 Stunden? Nein, so lange bleiben wir nicht. Sammy will extra Wurst. Wollt jetzt eine Spezi. Kennen die hier gar nicht. Jetzt habe ich dem erklärt, dass man einfach Fanta und Cola mixen soll. Also wir sind hier jetzt in Verbania, sind jetzt runtergelaufen, haben einen Parkplatz gefunden, sind jetzt runtergelaufen an den See, an die Promenade, also hinter mir ist hier der See. Ich sitze hier im Café, weiß gar nicht wie der heißt, aber richtig schick, also hier mit so einer Lounge eingerichtet vor der Hütte und hier sitzen wir jetzt und werden noch mal kurz mal was snacken, weil wir haben noch gar keinen Mittag gegessen und jetzt haben wir auch schon 2:30, ja. So ein bisschen den Magen füllen, damit da was drin ist. Sammy hat nämlich jetzt verstanden, dass ich die Karte haben will, dass ich was essen möchte. Wahrscheinlich nicht, oder? Jetzt noch ein Espresso. Wir leben die Dolce Vita hier in Italien. Thank you.
Wir chillen jetzt noch ein bisschen an der Promenade nach dem leckeren Essen, dem Espresso, dem Aperol. Ja, was haben wir jetzt ausgegeben? 40 Euro. Ist okay. Gehört halt dazu. Sammy, ist das ein Speedboat? Wo kommen auf einmal die ganzen Tauben her? Wow. Hier ist es so friedlich, gell, Schatz? Ja. Also wir sind hier an der Promenade und hier ist kaum was los, aber überhaupt nicht überlaufen. Und überall an der Promenade hinter uns sind echt schöne Cafés unter Bäumen. Und Tauben. Ja, also herrlich, sehr die schön Tauben hier. Sind aber hier ist das schöne Meer, wo es ein See ist. Welcher See ist das? Tittisee. Titi? Sammy, sag mal Lago Maggiore. Lago Maggiore. Also wenn ihr denkt, wir haben jetzt irgendwie ein spezielles Ziel oder so, was wir ansteuern. Eigentlich gar nicht. Wir suchen uns immer eine Stadt aus und dann schlendern wir einfach durch und schauen einfach, was so alles auf uns zukommt. Das ist so unser Ding. Und jetzt laufen wir einfach mal weiter. In jede Gasse rein und dann schauen wir, wenn es uns gefällt, dann bleiben wir und trinken mal einen Kaffee. Und wenn nicht, laufen wir einfach weiter. Das machen wir dann so 2-3 Stunden, manchmal 4-5 Stunden. Und dann haben wir eine halbe Wanderung hinter uns durch eine Stadt und dann ist der Tag auch rum. Okay, doch. Ein Ziel haben wir aktuell. Wir suchen eine Eisdiele. Klingel putzen! Sammy hat sein Eis. Das ist ein Museum hier. Wir dürfen hier sitzen und Eis essen. Vielleicht nicht ganz so weit hier oben, aber vielleicht weiter unten. Jasmin, esse du Eis. Dass funkelnde Cool Kids keine Kulturbanausen sind, beweisen wir jetzt heute. Wir stehen jetzt nämlich vor dem Museum. Seht ihr jetzt gar nicht, ne? Das ist das Museo del Passaggio Verbania. Da gibt es aus dem 19. und 20. Jahrhundert Kunstwerke, Landschaftsmalereien, Skulpturen. Und die Kinder haben jetzt entschieden, da einmal reinzugehen, weil die waren noch nie im Museum. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, hier im Museum ist eigentlich Kameraverbot, aber ich darf die Kamera mitnehmen und euch noch ein bisschen was aus diesem Museum zeigen. Da soll doch noch mal einer sagen, auf dem Kanal Funken the Cool Kids gibt's keine Kultur. Ich bewundere vor allem diese schönen Decken, so schön bemalen, Raum von Raum zu Raum. Das ist Wahnsinn. Echt schön hier. Also nicht, dass ich was von Kunst verstehe. Die Künstler, die Namen hier habe ich echt noch nie in meinem Leben gehört. Teilweise Bilder, das sind Sachen, die sind schon vor 100 Jahren, 150 Jahren entstanden. Bilder, Skulpturen,
sehr beeindruckend. Muss man sich einfach mal anschauen, ein bisschen sich die Zeit nehmen und hier mal durchgehen. Für Sammy war es jetzt das erste Mal in dem Museum, gell? Sammy war noch nie in dem Museum. Das war auch jetzt mal ganz interessant, hä? Aber noch nie in meinem Leben in einem Dino-Museum. In einem Dino-Museum, okay. Das ist natürlich was anderes, ein Dino-Museum. Doch waren wir auch schon, Sammy. Im Auberne Haus in Trossingen, da waren wir tatsächlich schon. Stimmt, wir waren schon im Museum. Wir sind ja gar keine so Kulturbanausen, ne? Ja, könnt ihr mal sehen. Jetzt sind wir wieder draußen. Über zwei Stockwerke verläuft dieses Museum in einem U, ein altes Gebäude, aber sehr schön gemacht. Kann es empfehlen, wer sich ein bisschen für Kunst, Kultur interessiert, einfach mal reinschauen. Schöne Stadt, oder? Ja. Jo, finde ich schon. Jetzt zurück nach Canobio. Wir sind jetzt wieder in Canobio an unserem Campingplatz. Und hier in Canobio hat es scheinbar den ganzen Tag gewindet. Also es ist immer noch windig, gell? Nur bei uns unten in Verbania, wie heißt das schon wieder? Verbania, gell? Da war es windstill, ne? Also so schön erste Reihe auch ist, wenn Wind ist, dann ist halt Wind, ne? Dann kriegst du alles ab. Das ist der Nachteil. Müssen wir nicht immer haben, gell, Schatz? Erste Reihe. Also Campingplatz weiter drin. Zweite, dritte Reihe, da merkst du den Wind schon gar nicht mehr. Und hier draußen bläst dich fast um. Wir gehen jetzt nach vorne in unser Restaurant und hoffen, wir kriegen noch einen Platz, damit wir uns leckeren Nudeln essen können. Weil hier windet es viel zu stark. Draußen sitzen können wir nicht mehr. Das hat sich erledigt. Und jetzt versuchen wir da vorne unser Glück. Bella, schön. Senfgelb und blau. Ja, ich habe Ananasklamotten. Und du hast Pflanzen. Badeshosen.